So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2 Version 3.0. Letztes Mal haben wir den Ninja Speedrun gemacht und jetzt gehen wir einfach mal wieder in meine Liste und gucken, was an neuen Sachen aufgetaucht ist. Vielleicht nicht auf Seite 2. Das war's komplett. So, und dann hier. Devory hat Super Beat Hero 2 hochgeladen. Na komm, start mal damit. Stay put and jump to the beat of the drums on each ice block. P-Spot. Enjoy. Okay, keine Eigenkomposition. Mal gucken, ob wir es kennen. Super Beat Hero 2. Oder ist es einfach nur ein Beat? Wait, what? Ob ich das so richtig mache. Okay. Okay, offensichtlich habe ich das so richtig gemacht. Aber ich habe nicht ganz den Unterschied verstanden zwischen Eisblöcken und roten Blöcken und so. Nochmal lesen, was da alles stand. On each ice block... Okay, ja. Es waren einfach nur verschiedenfarbig, es hatte nichts damit zu tun. Okay. Habe ich falsch verstanden. Gut. Hallo? Ich würde gern... Hallo? Ich will... Danke. Gut, da oben ist Boosbo. Power Balloon Competition Versus von Vicaris. Push your opponents into spikes to win. You won't have fun alone. Okay, dann brauchen wir gar nicht reingucken. Dann ist das wirklich nur für Multi gedacht. Soaring Through the Desert von Frank. Oh weia, 0,89%. Wir gucken mal ganz vorsichtig rein. Ganz vorsichtig gucken wir mal da rein. Ganz vorsichtig. Egal. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Okay. Ich habe die falsche Taste. Ah, es ist so dumm. Man muss bei dem Kanonending muss man die Sprungtaste drücken und bei dem anderen Propellerding die Schultertaste. Oh boy. Aber komme ich da irgendwie rein, wenn ich... Ja. Nicht wirklich gut. Nicht wirklich gut. Aber ich werde sofort getroffen. Das ist nicht... Oh, das hat funktioniert. Wait, what? Oh, dann muss ich da loslassen. Ach du Scheiße. Um auf der Biene zu landen. Nein! Nee. Das werde ich jetzt nicht hier, rumprobieren. Das sieht mir doch zu wild aus. Wir gucken mal vorsichtig hier hin. Wie lang das... Ist jetzt die Frage, ob es einen Checkpoint zwischendurch gibt. 1,27 hat er gebraucht, er selbst. Der Weltrekord ist 1,33. Uff. Haben wir das nicht schon mal uns angeguckt?
Oder hat er ein neues gebaut? Nee, das ist noch, oder? Hä? Ach, das ist zum Angucken, oder was? Lol. Okay. Das ist wahrscheinlich auch wieder das Ende. Aber das haben wir schon mal uns angeschaut, ne? Das habe ich nicht hinbekommen. Glaube ich. Weiß es nicht mehr. Nee, das ist was anderes. Das wirkt irgendwie anders, als was wir schon mal geschaut haben. Aber wie kenne ich das so in der Variante noch nicht? Mann, nicht, dass ich da. Sei halt nicht dumm, Conne. Jo, dann da drauf. Es ist halt wieder so ein Level, ne? Da wäre ich recht schnell ungeduldig. Das ist nicht. Das ist einfach nichts für mich. Sollte ich lassen. So ein Level, wo zu viel hintereinander gut gehen muss. Hä, wie komme ich. Ach so. Hä, nee, wie komme ich. Ach, da unten. Ich sehe es. Ich sehe es. Wandsprung. Verstanden. Zum Glück sind da Pfeile. So für komplett Dummies wie mich. Ja, verstanden. Ich mache hier und jetzt mache ich hier drüben. So nicht. So nämlich. Und dann. Wait, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich hatte keinen Dings mehr. Habe ich eins zu viel gesetzt irgendwo? Also eigentlich wäre ich hier hoch. Oder was? Irgendwie so hoch und dann so und dann. Ah, jetzt wäre ja. Es wäre ja eigentlich blau gewesen. Also eigentlich wäre es jetzt erst aufgegangen. Dann mache ich hier nochmal einen Wandsprung. Und dann sind wir an der Stelle. Ah, dann mache ich an dem Ding den Wandsprung. Krieg den hier neu. Gehe dann hier rüber. Das war jetzt wieder Quatsch, aber ist egal. Und jetzt würde ich den eigentlich losschicken. Und dann käme der hier runter. Ich würde auf dem landen. Könnten wir nochmal so ein Viech mitnehmen? Und dann ist hier das Ziel. Aber wie kriege ich hier nochmal den Dreher? Also ich verliere hier ja mein Drehdings komplett. Was muss ich denn da anders machen? Ich mach doch genau das, was mir hier die Dinger sagen. Ja, so nicht. Und trotzdem ist das Dreh-Dings dann weg. Also ich habe dann keins mehr. Hier muss ich drehen. Hier muss ich drehen. Dann kann ich nicht mehr drehen. Kriege ich einen Sprung, wenn ich auf dem Viech ordentlich lande, kriege ich dann einen Dreher wieder. Aber hatte ich vorne ja auch nicht bekommen. Was ist denn mein Denkfehler? Alter, allein, dass ich schon wieder zu dumm bin, da an diese Wand ranzukommen. Ich drück nach links und er macht's einfach nicht. Oh, diese Physik. Es fühlt sich so weird an. Jedes Mal, wenn man von so einer Wand weg will.
So, hier, ich kann nicht nochmal drehen. Was soll ich denn da... Ach, da kommt einer an. Da kommt ein neuer an. What? Dann muss ich den ganz knapp erwischen, oder wie? So, ich kann doch nicht... Hä? Wie soll ich den denn erwarten? Wie soll ich... Der kommt viel zu spät. Ich muss den irgendwie eher kriegen. Ja, das wollte ich nicht. Ich muss den irgendwie eher kriegen. Aber wie? Ah! Das war jetzt schon wieder dumm, weil jetzt habe ich wieder keinen Dreher übrig. Den ich aber bräuchte. Verstanden. Auf der Kugel kann ich die... Auf der rollenden Kugel kann ich ein paar Mal draufspringen. Okay. Jetzt habe ich noch einen Dreher. Und versaut. Und dann muss ich das mit dem hier, mit dem Kollegen hier timen. Hilfe. Hilfe. Aber ich glaube, der hatte einen Fallschirm, ne? Und dafür ist die Stelle hier am Anfang, dann kann man das testen und üben. Okay, wir haben ganz viel schon verstanden. Und dann da den Wandsprung dran. Okay. 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 Versaut. Es tut mir leid. Wir probieren es mal weiter. Achso, jetzt habe ich den aber nicht losge... Ja, wie rolle ich den denn dann los? Vorne habe ich den ja irgendwie losrollen können. Ach so, der rollt los, dadurch, dass ich den wegmache. Okay, verstanden. Der rollt los, dadurch, dass ich den wegmache. Verstanden. Ach, Mann. Aber jetzt will ich es schaffen. Jetzt haben wir die Theorie des Levels komplett abgeschlossen. Die Theorie haben wir komplett abgeschlossen. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Ey, ich drücke doch. Ich spring doch weg. Einen habe ich noch, ne? Ja, und den brauche ich. Und jetzt muss ich mit der Kugel die mir holen.
Das war's. Yes! Holy sh... Boah, hätte ich nicht gedacht, dass wir mal so ein Level abschließen. Hätte ich nicht gedacht. Eieiei. Aber es war noch eins der einfacheren Sorte, muss man halt auch wieder zugeben. Boah. Frank, Bullet to Blue Sky. Destroy Clouds and White Bullets to your Victory. Hilfe. Das klingt nach SMB2-Pilz. Das klingt stark nach SMB2-Pilz. Ja, moin. Wait, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, eben. So nicht. Kann ich die Wolke mitnehmen? Nee, die geht kaputt. Ach, doppelt. Ich vergesse den jedes Mal. Oh mein Gott, das wird nicht gut gehen. Oh, toll. Jetzt muss ich das timen. Okay. Dich brauche ich. Weißt du, ich dachte, ich brauche den vielleicht nochmal. Ah, okay. Ich vergesse auch jedes Mal, dass ich mit dem SMB 2 Mario den Koopa gar nicht normal stoppen kann, sondern mit dem Koopa plötzlich mitfahre. Das will ich ja gar nicht. Ich will eigentlich gar nicht den Koopa als Taxi missbrauchen. Das ist nicht, was ich wollte. So. Wait, 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 ich brauche die... Oh no! Ah, verstanden. Kann ich die eigentlich wegnehmen und oben bleiben? Nein, man fällt sofort runter. Okay. Oh, dann muss ich auf der Kugel den Supersprung vorbereiten. Sheesh. Ah, super. Das heißt, ich muss alles mit der Kugel hier machen. Ja, und jetzt den Supersprung vorbereiten. Sehr gut. Hat ja super funktioniert, der Supersprung. Okay. Ich bin zu schnell! Jetzt war ich zu schnell! Was ist das denn? Jetzt war ich einfach zu schnell. Nee, also hier wollte ich jetzt... Aber das schaffe ich nicht. Ich muss schon warten, bis der da drüben, ne? Ich kann da nicht... Ah, es dauert halt immer so lang. Ja, das... Wobei, aber das kann ich nochmal... Oh. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig, da nochmal was zu reißen. Keine Chance. Ach. Also, ich habe nur eine Chance. So. Okay, der Sprung ist hoch genug, wollte ich sagen, aber dann war es schon wieder vorbei. Huh.
weg. Geh weg. Geh weg. Will das nicht. So. Soweit klappt der Anfang ja schon mal. Auch der Sprung ist voll okay. Du kannst mir... Oh! Nein! Zu... Verstanden. Und dann gibt's einen Checkpoint. Es ist ein Frank-Level, dann gibt's einen Checkpoint. Oh, man kann die mehrfach abschießen. Also wenn eine getroffen wird, kann sie trotzdem noch was anderes auslösen. Gut zu wissen. Sollte sowas mal relevant werden. So, okay. Einfach warten. Ja, easy. Checkpoint. Das ist nicht, was ich unter einem Checkpoint verstehe. Ah. Das verstehe ich unter einem Checkpoint. Uff. Hätte ich den jetzt verloren, käme ich zwar durch die Tür vielleicht, ne? Aber, oh mein Gott. Hätte nicht den Checkpoint bekommen. Okay, den ersten nehmen wir... Das war nicht, was ich wollte. Aber wir haben Checkpoint. Alles gut. Das war immer noch nicht, was ich wollte. Nicht ganz. Es ging in die Richtung, aber nicht ganz. Das wollte ich. Perfekt. Jetzt kann ich die nämlich hier nutzen. Ah, verstanden. Oha. Oha. Das hat aber was. Ja, das war schon wieder dumm. Kann ich den in der Hand behalten und einen Supersprung machen? Dann müsste ich den nicht nochmal neu losschicken. Oh, das reicht aber nicht. Oh, das könnte reichen. Aber nee, das ist, glaube ich... Ich glaube, so wie ich es vorher gemacht habe, war es schon besser. Ach! Aber ja, so ist es schon besser. Alter. Mich ärgert mein Kabel hier gerade schon wieder. Hört ihr mich noch? Ja. Jetzt war ich gedanklich woanders. Nämlich bei meinem Kabel. Wobei. Okay, sehr gut. Und jetzt kann ich den nämlich in die andere Richtung losschicken. Und dann komme ich in die Röhre, ja moin! Das hat nicht hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. Ach, komm schon. Nein, 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 nicht Neustadt. Bloß nicht. Alles nur das nicht. Alles nur das nicht. Uff. Boah, wie muss ich denn den... Der geht ja sofort weg. Komme ich da sofort hinterher? Oder wie mache ich das am blödsten? Oder kann ich den im Sprung loslassen und dann komme ich schneller drauf? Oder irgendwie so, keine Ahnung. Nimmt ihr den? Das war nicht, was ich wollte. Überhaupt nicht. Also die eine Richtung funktioniert... Nein, nicht Neustadt. Also die eine Richtung funktioniert es ja auch.
Dann müsste es doch in die andere auch funktionieren. Oh boy, der ist schon wieder zu nah. Nee, es passt. Ich probiere es einfach mal. Ja, direkt weiter. Direkt gehst du da rein. Okay, what now? Okay, da drüben ist eine Tür. Da muss ich mit einem Bullet-Dings zurück. Jetzt muss ich aber erstmal über die Dinger da. Ich weiß halt nicht, was da... Ach so. Okay, verstanden. Aber reicht das? Oh, gerade so. Checkpoint, komm schon. Das ist... Ich habe Angst, dass hier irgendwas runterkommt, aber hier kommt nichts runter. Also habe ich Zeit und kann das in Ruhe machen, ja? Jetzt kommt er aber hinterher. Geh weg. Oh boy. Checkpoint. Yes. Oh mein Gott. Sehr schön. Zu langsam. Nein, hat gepasst. Und tschüss. Uiuiui. Jetzt geht's um die ganz schnellen Kugeln hier. Ah, es ist echt krass, was man schon wieder für Level bauen kann, ne? Ich muss bestimmt einen Supersprung machen. Ich wusste's doch. Alter. Geh durch. Geh durch die scheiß Tür. Nein! Oh Gott, ich muss den... Ich hätte den... Nein, ich habe ihn losgelassen. Scheiße. Das wäre es wahrscheinlich gewesen. Oh mein Gott, alles nochmal. Es war klar, dass es beim zweiten Mal nicht mehr funktioniert. Ah, was ein geiles Level für den SMB2-Pilz. Okay. So. Ganz ruhig. Nein! Nein! Nicht! Ich war... Oh, wenn ich das noch mache. Ich spring durchs Haus. Wenn ich den Quatsch jetzt nochmal mache. Und hier neu starte. Ich spring... Keine Ahnung. Ja, ist egal. Ist egal. Alles nur kein Neustart. Alles... Ich war gerade so kurz davor, da drauf zu drücken. Es ist unglaublich, wie schnell das die Psyche macht. Mann. Will das nicht. Ja, moin. So, jetzt komm endlich mal wieder hier durch. Ah, ich dachte schon, ich bin zu schnell. Aber so, war ich fast, aber nicht ganz. So, okay, perfekt. Diesmal einfach nicht in das Viech reinlaufen. Wie wär's? Ich habe genug Zeit, da drauf zu gehen. Oh, yes. Ich hasse vertikale Röhren. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich meine, es ist nicht schwer, da nochmal hinzukommen. Wirklich nicht. Habe ich gerade festgestellt. Ja? Es ist echt nicht so wild. Aber... Ah! Oh, unglaublich. Und der ist echt langsam. Also das ist kein Problem, den zu holen. Dankeschön. Ich dachte mir schon, dass das Ziel noch nicht kommt. Doch, es kommt. Okay. Puh! Uff. Uff. Also die letzten Fails hätten nicht sein müssen.
Die letzten Fails waren komplett unnötig, aber sehr geiles Level. Sehr geiles Level. Wait, ist das ein neues Nunchus? Weil das ist nicht abgeschlossen. Wir haben das doch aber abgeschlossen. Ist das ein anderes oder hat er es neu hochgeladen? Er hat es nur neu hochgeladen, ne? Ja. Dann müssen wir es ja nochmal spielen. Aber dann können wir es uns nochmal anhören. Ich meine, jetzt kennen wir es. Jetzt ist der Effekt natürlich weg. Ja, jetzt ist der Effekt natürlich weg. Aber es ist so gut. Es ist so gut. Wie es einfach perfekt getimed ist, ne? Mit dem Checkpoint und allem. Es ist so gut. Es ist einfach... Also das... Keine Ahnung. Das... Aber ihr habt es ja auch gefeiert, ne? Die Kommentare haben es ja gezeigt. Ich darf also ein bisschen Fanboyen. So. Jetzt macht es gleich wieder... Boom. Oh, es ist tatsächlich anders gebaut jetzt. Oh nein, ich bin eingesperrt. Und dieser Moment hier. Bam! Das ist so gut. Ach so. Okay. Es ist fast sogar besser geworden. Und jetzt geht man trotzdem hier durchs Ziel. Ach ja. Ich weiß jetzt nicht, warum er es umgebaut hat. Aber schön. Schön. Aber wie gesagt, ich mag diesen... Es ist jetzt nicht der Drop oder so, aber dieser Moment, wo du praktisch... Es ist halt so perfekt getimed. Es ist einfach so perfekt getimed. Ach, ich liebe es. Was sagen eigentlich die Kommentare? Oh Gott. Lel. Was war das für ein Kirby? Genial. It's the dancing funeral meme. Nein, wirklich. Mensch. Taitao. Behind Flag Gang. Ja, es ist halt dieses Meme, ja. Haha, didn't touch the flag. I boo cause I died. Memes. Ach, schön. Coffin Dance Music. Genau. Herrlich, 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 herrlich. Okay, wir sind wieder nicht in unserer Liste unten weitergekommen, aber wir haben wieder das Neueste abgehakt. So kann es doch weitergehen. Komm, jetzt gucken wir noch ganz kurz hier rein. Einfach mal anschauen, wie er es gebaut hat. Vielleicht kann man sich zumindest vorstellen, wie es funktionieren würde, wäre man zu viert. Und ich meine, es ist ein Safe Clear, also why not? So, ich bin jetzt der Grüne, also die grüne Röhre. Das ist schon mal auch gut. Das ist tatsächlich, ich glaube, so gebaut. Ich glaube, da kann kein anderer. Okay, und dann würde man sich jetzt hier bekämpfen gegenseitig. Und oben läuft so ein P-Switch, der halt die Zeit ablaufen lässt. Da läuft der P-Switch. Der lässt die Zeit so ein bisschen ablaufen. Mit der Zeit kommen hier so ein paar Dinger durch. Und normalerweise wären jetzt hier ja alle anderen. Und würden sich mit amüsieren. Ist eine coole Idee. Ich frage mich nur, ob die Fläche nicht ein bisschen zu klein ist. Ich glaube, man geht hier relativ schnell kaputt. Ich weiß es nicht. Nur so eine Vermutung. Und wenn man einmal gestorben ist, ist es ja praktisch vorbei, ne?
Wait, der P-Switch wird der gar nicht ausgelöst? Der muss ja irgendwie ausgelöst werden. Wie wird der P-Switch ausgelöst? Ah, jetzt wird er ausgelöst, siehst du? Und dann geht man hier durchs Ziel. Yay! So, aber jetzt interessiert mich, was passiert, wenn man stirbt. Weil, ich meine, ah doch, man könnte, theoretisch könnten zwei gleichzeitig da reinfallen. Ich glaube, das würde funktionieren, nicht sicher. Aber jetzt ist doch der Block zu. Na? Wisst ihr, was ich meine? So, wenn ich jetzt sterbe... Okay, jetzt kann ich es natürlich nicht festlegen. Aber normalerweise würden die anderen ja weiterspielen. Ach so, aber die fallen auf den P-Switch drauf. Die würden den dann... Aber wenn die hier den P-Switch neu auslösen... Lol? aber wenn die hier den P-Switch neu auslösen, wird dann nicht die Tür ausgelöst im anderen Raum? Frage für einen Freund. Wisst ihr, was ich meine? Na, wenn jetzt einer stirbt, dann startet der am Anfang neu. Wird da nicht ein P-Switch ausgelöst oder ist der dann praktisch schon weg? Ja, moin. Weil dann müsste doch die P-Switch-Tür vorher schon ausgelöst werden. Nur sobald ein... Ach! Ich bin ja blöd. Ja, klar. Es geht ja darum, dass die sterben. Es geht ja gar nicht zwingend darum, auszuhalten, sondern dadurch, dass die sterben, lösen die ja die Tür aus. Ne? Ich glaube, das ist so gedacht. Ich glaube, ich denke zu viel. Ich glaube, ich denke viel zu viel. Holy... Was bin ich schon wieder denkend? Okay. Ja, nee, dann ist das okay. Dann passt die Geschichte. Irgendwie war ich jetzt gedanklich einfach komplett lost. Hab mir übrigens mal die Lösung von I Wanna Dings, das Finallevel angeschaut bei Rasierer. Uff. Schaffe ich nicht. Das ist zu viel auf einmal. Das ist zu viel auf einmal. Gut, ich springe jetzt mal wieder runter zu den Leveln, die wir noch spielen müssen, damit wir die wieder im Blick haben. Und hoffe, dass wir beim nächsten Mal, wenn ich noch einen Part aufnehme, dazu kommen. Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme einfach jetzt noch einen Part auf. Warum denn nicht? Dann gehe ich jetzt schon mal runter. Und wir müssen noch spielen... Forest Tower, glaube ich. Das haben wir noch nicht gesehen. Aber das wäre theoretisch... Ja doch, das werden wir uns anschauen. Die anderen Sachen von Ermit lasse ich erstmal stehen, weil vielleicht, wie gesagt, baut der eine Welt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es so ein bisschen. Den Coin Rush von Maddie müssen wir uns noch angucken. Und ich sage, glaube ich, fälschlicherweise immer eher bei Maddie. Ja, ne? ich bin da ein bisschen lost. Auch da wieder. Spike Storm Subterrane haben wir auch noch nicht angesehen. Emergence von Devori haben wir auch noch nicht gespielt. Hier auch nochmal Frank. Also das hier unten haben wir alles noch nicht gemacht. How to Enter a Door von Maddie. Best Friends Forever. Na, das ist alles noch... Okay, Reclusive haben wir gespielt. Ich glaube, da ist dann wieder der Teil, den wir gespielt haben. Ja. Diesen ganzen Abschnitt hier, den versuche ich dann beim nächsten Mal mit einzubringen.
Je nachdem, wie lang die einzelnen Level dauern, wir werden sehen. Wir fangen hier mit Forest Tower an und arbeiten uns nach unten durch. Danke fürs Zuschauen und tschüss.